Jetzt geht es nach Indien. Und zwar hat sich Juliane die Arbeit von NGOs in Indien einmal angesehen und an einem Beispiel exemplarisch nun herausgearbeitet. Jetzt wäre natürlich auch gleich die Frage, die ich ihr stelle in dem Interview, das jetzt folgt. Was wäre ein Beispiel für eine NGO in Indien? Was gibt es denn da für welche? Ja, genau. Ich habe ein bisschen geguckt und bin dann auch relativ schnell gleich auf People's Watch gestoßen. People's Watch wurde von Henry T. Fine gegründet. Das ist ein indischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsverteidiger, der unter anderem auch für seinen Einsatz für die Menschenrechte den 8. Menschenrechtspreis von Amnesty bekommen hat. Das war im letzten Jahr. Und People's Watch ist eben eine der bedeutendsten Menschenrechtsorganisationen in Indien. Was wären denn beispielsweise die Ziele dieser NGO? Genau, also People's Watch kümmert sich vor allem um die Recherche und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und aber auch um die Vertretung von Betroffenen vor Gericht. Und sie arbeiten vor allem gegen Folter und Diskriminierung in Indien. Außerdem haben sie vor kurzem, was heißt vor kurzem, sie haben noch einen weiteren Schwerpunkt dazugenommen und ein Institut für Menschenrechtsbildung gegründet. Das war 1997. Und die organisieren Fortbildungen für Lehrer und betreuen Schulprogramme, in denen über Menschenrechte informiert wird. Und bislang wurden durch diese Aktion etwa 500.000 Kinder in 18 Bundesstaaten erreicht. Das klingt nach großen Erfolgen. Die Frage ist allerdings trotzdem, mit welchem Problem hat diese NGO zu kämpfen? Oder vielleicht konkreter die Frage, da wir ja gerade in Indien sind, gibt es da spezifisch, ich sag's mal, indische Probleme, mit denen diese NGO zu kämpfen hat? Da gibt es da bestimmte staatliche Repressionen, die gerade in Indien vorherrschen, beispielsweise? Ja, also erstmal allgemeiner wäre da, dass die People's Watch Mitarbeiter durch die indischen Behörden ziemlich drangsaliert werden und in ihrer Arbeit auch behindert werden, so wie es bei anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen auch der Fall ist. Und seit 2012 gab es auch wiederholte Einfrierungen von Bankkonten von People's Watch, was dann eben gezwungenermaßen zur Entlassung von Mitarbeitern und zur Einstellung von Programmen geführt hat. Und dann gibt es da noch so eine Geschichte mit so einem Gesetz, das sogenannte Gesetz über Finanzierung aus dem Ausland. Und dieses Gesetz, das finanzielle Zuwendung für NGOs aus dem Ausland einschränkt, wird eben von der indischen Regierung instrumentalisiert für die eigenen politischen Zwecke. Und davon betroffen ist People's Watch, aber auch andere bekannte Nichtregierungsorganisationen, Aktivisten, lokale Protestgruppen. Genau. Dann war es das eigentlich auch schon oder hast du noch etwas zu sagen? Naja, man könnte natürlich noch darauf hinweisen, dass die Arbeit in Indien vielleicht auch besonders schwierig ist für People's Watch, weil wir in Indien es mit einer großen sprachlichen und kulturellen Vielfalt natürlich zu tun haben. Das Land ist ziemlich groß, es gibt viele tiefgreifende Traditionen und Religionen und eben damit auch verbundene Glaubenssätze von den Menschen, die dort leben. Wir haben in vielen Bereichen große Armut und in vielen Bevölkerungsschichten auch fehlende Bildung. Und obwohl das Kastensystem offiziell abgeschafft ist, werden vor allem die sogenannte Kaste der Unberührbaren, der Dalits, und auch indigene Völker, die sogenannten Adivasi, die sind weiterhin vermehrt von Gewalttaten und Diskriminierung betroffen. Und genau, das ist natürlich eine besonders schwierige Situation dann nochmal. Ja, weitere Konfliktherde sind auch die verschiedenen in Indien vorkommenden ethnischen und religiösen Gruppierungen, die dann oft eben auch gegensätzliche Ziele verfolgen. Dann gibt es noch sehr viel Polizeigewalt. Also Amnesty erfährt auch immer wieder von außergerichtlichen Hinrichtungen, von Folter und Misshandlungen in Gefängnissen. Und die Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist auch immer noch sehr hoch. Dann danke ich dir, Juliane, für den Einblick und führe gleich zum nächsten Programmpunkt. Und zwar geht es da um Venezuela. Anna führt dort ein Telefoninterview.